Oh, jetzt hat der Tiger ihn. Alles klar. Aber er hat ihn auch so. So, wie schaut's aus? Wir müssen hier runter. Mal schnell ein bisschen Holz. Warte, 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 komm her. Bleib doch stehen. Ah, oh, shit. Muss ich irgendwie. Warte, hier, komm her. Ja, ist schön, dass du beißt, aber. So, einfach. Jetzt müssen wir noch ihn heilen. Komm her, wie kriegen wir dich hier raus? War schon, ne? Shaja Makshanchi. Nuta Taka. Karush Kwaifadahata. Magmarwa, I shall you, Misushnu Sasa. Machira. Why just enough, Mas? Rashta. Auge um Auge. Takur haben abgeschlossen. Und ich habe mich schon wieder erschrocken, weil die Katze hier ankam. Aber ich muss mal sagen, ich hätte mich. Ah, guck mal. Ich hätte mich ja echt übelst kaputt gelacht, wenn er ihn jetzt den Bein wegzieht und Garrosh sich den Kopf anschlägt und stirbt, weil er sich hier einen Schädelbasisbruch zuzieht. Den hätte ich echt gelacht. Nach der ganzen Action-Alter bricht er sich doch noch ins Genick. So, eine Fähigkeit brauchen wir noch. Und irgendwo noch eine Hand. Und zwar da unten. Stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir denn? Hier ganz vorsichtig runter, aber dann könnten wir sterben. Wir probieren es aber mal. Ganz normal Power Slide. Yay! Hintern aufgescheuert, aber kein Problem für den Hawk. Der ist bestimmt da oben, Alter. Da! Naja, machen wir nochmal einen kleinen Umweg. Kein Problem. Immer diese, ich hab's mir geahnt. Ich hab's mir schon so gedacht, dass es irgendwo auf einer Kante liegt oder so. Es ist ja immer so. Es liegt immer auf der Kante. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Ziege, hi Ziege. Übrigens, wenn ihr Kannibalen werden wollt oder spontan mal einen Pflanzenfresser auf Fleischfresser umschulen wollt, da oben liegen eine Menge Tier, eine Menge tote Uldam. Die müssen weg, die gammeln sonst. Zieht die Tiger an und zieht die Wölfe an. Das wollte er ja nicht. Ziegen. So. Und das ist die Spitze, die wir gesehen haben. Aber wir müssen zu der Spitze. Okay. So. Alles klärchen. Da haben wir doch wieder eine Hand. Sehr schön. Und 255 XP. Ja, so. Hier ist noch eine Aufgabe. Die ist aber mittel eigentlich. Venjenia erzählt die Geschichten über diese Höhle. Einige sagen, hier hätten Venjenia gelebt, bis das Wasser anstieg und ihr Lager zerstörte. Hm, klingt ja erstmal interessant. Schnellreisesystem haben wir hier in der Nähe. Da kommen wir auf jeden Fall zurück. Einen Spawnpunkt haben wir auch in der Nähe. Eigentlich gar nicht mal schlecht. Aber ich würde sagen, wir werden uns jetzt nach Süden runter begeben. Denn hier ist es definitiv zu gefährlich für uns. So oft wie wir jetzt hier schon gestorben sind, ist nicht gut. Die Höhle ist erforscht. Haben wir noch andere eigentlich Höhlen? Nö, ne? Die hier? Unerforscht, die Malerei. Da muss ich mir echt nochmal einen Kopf machen, wie wir da hinkommen. Wie wir die lösen können. Aber ich würde sagen, dann machen wir jetzt erstmal das hier. Dieses Lager soll ja angeblich leicht sein. Wenig XP, aber dafür Bewohner. Klingt ja erstmal noch ganz gut und wäre auch, glaube ich, ein gutes Ende, wenn wir uns dahin bewegen für das Let's Play. Ich glaube, ich nehme heute mal nur 4 Stunden aus. Reicht ja auch, ne? Haben wir dann wieder, ich glaube, aus 4 Stunden
Ah, 15 Minuten. Ja, da kriegen wir genug. Da kriegen wir genug Folgen raus. Gut 16, vielleicht sogar 17, wenn ich ein bisschen länger als mache. Aber mal schauen. So, ja, möchte ich auf jeden Fall. Oder machen wir euch über 3 Stunden? Aber ich glaube, in 8 Minuten. Ich glaube, ich habe 4 Minuten Vorlauf gehabt. Und irgendwo sind die Gegner. Ich glaube, in 8 Minuten dahin, weiß ich gar nicht. 400 Fuß, 8 Minuten. Naja. Wir probieren es einfach mal aus. Dann sehen wir, was ja hier kommt, sind schwarze Jaguar. Sollte also klappen. Ey, nicht schmeißen, wenn ich hier vorbeilaufe, ja? Ich weiß. Na gut, ich soll ja auch nicht unbedingt in die Schussbahn, aber... Naja. Ja, okay. Da hat sich der aber richtig verjagt. Also da kommt ein blöder Eishock. Ah, ein Wildschwein. Ne, das lassen wir hin, das wollten wir hier nicht. Dafür gejagt. Wir sind ja keine Aasgeier und klauen anderen das Essen. Wir sind ja keine Hyäne, ne? Ich weiß, es war eine schlechte Hyäne, aber ich kann keine Hyäne. So. Ich bin ganz gut auf dem Weg. Grün, alles klar. Grün, grün, grün sind alle meine Schuhe. Grün, grün, grün sind alles, was ich habe. So. Ja, das Gebiet haben wir ganz gut unter Kontrolle. Je größer unser Volk wird, je mehr Aufgaben wir machen, desto mehr nehmen wir das ganze Gebiet hier ein. Das ist schön. Das ist schön, dass man da auch wirklich dadurch die ganze Zeit immer so welche kleinen Jäger und so sieht. Finde ich gut. Okay, den müssen wir auf jeden Fall platt machen, sonst holt er Notruf. Ich weiß gar nicht, wie wir den machen wollen, den Jungen. Ich sitze auf jeden Fall erstmal im Dunkeln. Kopfschuss. Ich glaube, da rechts ist noch einer. Nee, ist ein Wildschwein oder sowas. So, warte mal, gegen ihn so. Und gleich wieder aus, dass der Gegner nicht weiß, wo wir sind. Eigentlich müsste es das gewesen sein. Eigentlich müsste es das jetzt gewesen sein. Wo ist denn hier noch einer in der Nähe? Hier ist auch gar keiner mehr in der Nähe. Irgendwo muss hier noch wer sein. Sonst würde er uns das Gebiet geben. Na, gucken wir mal. Irgendwo wird sich hier noch einer verkriechen. Vielleicht schläft auch einer in den Lager. Das kann auch sein. Da ist wieder irgendwas Seltenes, was nicht auf der Karte markiert wird. Aufpassen, dass hier keine Krokodile sind. Die werden aber auch nicht mehr gehen. Hier, diese lila Pflanzen. Das sind die, die wir ab und zu mal so gefunden haben, dass die nicht auftauchen. Merkwürdig. Wir haben doch alles. Wildschweine, Wildschweine. Tageslager. Irgendwer ruft um Hilfe. Irgendwer haut ins Nebelhorn. Ich höre Nebelhorn. Irgendwer haut ins Nebelhorn, das ist nicht gut. Haben wir irgendwo einen übersehen? Irgendwo müssen wir einen übersehen haben mit dem Nebelhorn. Aber hier unten wäre Schwachsinn. Warum sollte hier einer sein? Schöner Wasserfall. Also wir haben alles. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht weil ich es zu früh angezündet habe, kann das sein? Aber wir haben doch alles. Verstehe ich nicht. Wo ist denn der Sack? Vielleicht hat das was mit dem Sack zu tun da? Ne, da schläft noch einer. Guck mal. Den hat's kalt erwischt. Brüllende Felle Leuchtfeuer. Vier von 16 erst. Kann mir gar nicht vorstellen.
Ja, gut, das eine ist ein Leuchtfeuer, das eine ist mal was anderes, ne? Ist ja nicht immer dasselbe. So, immer noch 5. Naja. Wir gucken nochmal weiter. Das haben wir jetzt. Den haben wir erforscht. Die nächste Aufgabe ist eigentlich das hier, ne? Oder wollen wir den Ort erst entdecken? Aber wo sind wir denn? Wieso habe ich denn diesen Ort nicht entdeckt? Ich bin hier lang geschwommen. Ach stimmt, hier habe ich den Säbelzahntiger erledigt, den ich für eine Ziege gehalten habe. Bin denn hier nicht hin? Weißt du was? Reisen wir schnell mal hin. Ich weiß. Zu Fuß. Aber wir können mal ganz kurz machen. So viele Zufallsobjekte, Zufallsbegegnungen passieren jetzt auch nicht. Und die meisten seltenen Tiere haben wir ja abgeknallt. Und ganz ehrlich, mit dem Schnellreisen verhindert man es auch sehr gut, dass man halt aus Versehen die ganze Zeit seltene Tiere wegnutzt. So, das Krokodil zum Beispiel hat Glück heute. Das werde ich mal nicht angreifen. Aber ich habe Pech, dafür sind da Wölfe, die mich wahrscheinlich sehr einfach nehmen. Boah. Ein Weißer. Sie sind seltener, das ist schon gleich wieder der. Oh, es war voll eine verpoolt, Alter. Na gut, wenn wir ihn sowieso erledigt haben, den weißen Wolf, dann können wir gleich das Fell mitnehmen. Wäre sonst ein unnötiges Abschlachten. So. Säbelzahntiger, wo kommst du denn her? Hallo, Miezetatze, kannst du mal kommen? Ich habe hier einen Artgenossen. Ja, endlich. Hat ja nur 2 Jahre gedauert. Wo warst du? So. Hier ist der Ort, den wir noch entdecken müssen. Keiner zu Hause. Ah, hier ist Lila. Boah, guck mal, da fliegen keine Viecher um. Ach, wahrscheinlich sind das seltene. Das sind wahrscheinlich seltene lila Pflanzen. Das ist wirklich immer was, was wir da einsammeln. Okay, den Ort haben wir. Sehr gut. Dann können wir jetzt ja wirklich die hier markieren und reisen mal eben per Schnellreise da. Ja, das meine ich. Siehst du, bist du zu Fuß unterwegs, kommt sofort ein Vieh um die Ecke und dann ist es sogar noch ein weißer Wolf. Jetzt mal ein Streifenwolf gewesen, dann hätte sich das auch mal wieder gelohnt. Das ist ja ein komischer Vogel hier. Klingt ja lustig. So. Oh, das ist ein Traum, Alter. Also Sonnenaufgänge, egal wo was ist, immer ein Traum. Also die Sonnenaufgänge haben sie echt geil gemacht. Hier sollen wir unsere Spuren verwischen. Wir können uns weniger Tiere folgen und auch die Udam haben es schwerer, unsere Fährte zu lesen, wenn wir im Wasser unterwegs sind. Aber gegen Bluthunde bringt das auch nichts. Die riechen dich auch so. Ja, blau. Haben wir eigentlich blau dabei? Mal gucken. Okay, oh, was ist denn da? Nashorn! Nashorn! Das müssen wir platt machen. Einmal müssen wir. Und dann haben wir es auch wieder. Ich glaube nämlich, wir haben noch gar keinen Nashorn nämlich platt gemacht. Ich will mal vorlüpfen. Er hat einen. Er springt. Alter, wie der. Also das. Yes! Alter, das muss man echt sagen. So grausam es gerade auch aussieht, aber das haben die echt geil gemacht. Ja, hier, hat deinen Anteil. Ich nehme hier einen richtigen Büffel, Alter. Wollnashorn. Ja, sieht echt cool aus, Alter. Nashorn mit Fell. Hm. Wenn man sich immer. Ist immer so echt komisch, ne? Wenn man mal so überlegt, vor 12.000 Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, haben elefantenartige Lebewesen und nashörnartige Lebewesen in Europa gelebt, ne? Echt skurril. Wenn man die alle nur so aus Afrika und so kennt, ist das wirklich schon eine komische Sache, finde ich. Ist eigentlich das Natürlichste überhaupt, dass Tiere woanders leben, aber trotzdem ist es irgendwie schwer vorstellbar. Warum auch immer. Bestie töten. Tausende von